Voll auf die 12 in Folge 12 und damit herzlich willkommen zurück bei Flatter 2. Nicht nur in Folge 12 gibt's auf die 12, sondern das ganze Spiel über. Ja, weiter geht's. Die Derby-Klasse haben wir jetzt schon abgeschlossen, also geht's in die nächste, die Rennklasse. Da haben wir auch schon angefangen. Und dann nehmen wir gleich mal den nächsten Pokal mit. Fahren wir gleich mal einen Stadtbummel hier. Ah, sehen wir gleich Frank Malkoff neben uns mit dem gleichen Wagen. Okay, ich habe mal ein bisschen in Einstellungen geguckt. Man kann bloß zwischen den verschiedenen Kameraansichten wählen. Ich halte die näher ran, ne? Nochmal zurück. Die habe ich. So, eine Sicht nach hinten gibt es leider nicht, habe ich sehen können. Oder eben nicht sehen können in dem Fall. Und ich habe auch mal in der Pause nachgeschaut bezüglich Next Car Game. Das soll dieses Jahr 2014 rauskommen. Es war irgendwann mal Anfang des Jahres angedacht. April, Mai war natürlich nicht offiziell, sondern einfach bloß mal vermutet. Und ein offizieller Release-Termin für den Nachfolger der Flatout-Serie, Next Car Game, steht also noch bevor. Wann, wissen wir nicht. Und solange haben wir noch viel Spaß mit Flatout 2. Ja, passend dazu, es gab jetzt die Tage ein neues Update zum Spiel Next Car Game, zum Early Access. Da haben die jetzt die Sandpisten hinzugefügt. Oh, wow, wow. Nicht so viel reden hier. Die guten alten Sand- oder Feldpisten. Ich habe es mir noch gar nicht angeschaut. Es geht auf jeden Fall voran im Spiel. Und mal schauen, wie es dann letztendlich wird. Vielleicht schnuppern wir auch nochmal in die Demo rein, die die Entwickler bereitgestellt haben, um die Physik einfach mal zu testen oder vielleicht auch mal einzelne Ränder zu fahren. Aber alles mit der Zeit. Jetzt erstmal hier. In der Zwischenzeit sind wir jetzt Dritter geworden. Oh, Chip Benton. Das nehme ich doch gerne an, das Geschenk. Und der ist schon fast hinüber. Wo bin ich denn jetzt? Möchte wieder zurück. Wo ist Chip Benton? Da ist er. Da war er. Schrott. Deadfly. Der hat fast die ganze Lebensleiste abgezogen bekommen. Und das schon in Runde 2. Na? Kann ich mal so richtig gegen die Wand drücken können. Da habe ich lieber mal die Geschwindigkeit, das Nitro zurückgenommen, ehe wir noch Schaden davontragen. Murray Carter. Ah, ich fahre mal oben lang, die fahren ja auch oben lang. Ich will ja was erleben. Und natürlich auch gewinnen. Boah. Jason Walker bekommt es dann auch richtig ab. Sophia Martinez auch noch. Also, ich bin ja heute drauf. Uiuiui. Ich würde ja gern schrotten, aber die ist hinter mir. Was ist denn da vorne los? Jason Walker. Au. Ah, da hat es auch mich ganz schön dahin gehauen. Geht schon mal gut los hier in der Folge. Oh, da hat es mich auch rausgehauen. Sally Taylor ebenso. Dafür gab es Punkte. Chick Benton nehmen wir nicht mit. Dafür gibt es keine Punkte mehr. Oh, die letzte Runde kommt gleich. Erstmal noch aufräumen. Und dann sollte es nochmal weiter nach vorne gehen. Platz 4 ist mir hier zu wenig. Ey, wer fährt denn hier rückwärts mit? Rückwärts mit 100 Sachen. So, besagte letzte Runde steht an. Und Sophia Martinez ist immer noch unterwegs. Da fahre ich doch am besten mal hinterher. Sie soll ja nicht gut wegkommen.
dieses kleine Fitzel da unten. Nein! Bremsen! Da fällt schon das Hinterrad. Das rechte Hinterrad. Oh nein! Mann! Da warte ich noch. Ich bin eh gerade Erster. Oh. Jetzt habe ich aber kein Nitro mehr. Oh, da ist er hin. Oh, jetzt ist Jason Walker auch noch gut vorne. Anfangen zu qualmen fange ich auch noch an. Ah, jetzt fährt er sich in meiner Front. So, dem Wagen geht es aber auch nicht mehr so gut, also ab ins Ziel damit. Husch, husch, ab ins Körbchen. Haarnadelkurve noch. Und ab geht's. Gleich meinen ersten Platz eingefahren. Jack Benton und Martinez sowie Walker, die ärgsten Konkurrenten, sind alle ausgeschieden. Ein guter Anfang, 8400. Ordentlich. Und hier alles. Ah, gleich mal auf zum nächsten Rennen. Die Gewächshausstrecke, die hatten wir auch schon. Gefällt mir ganz gut. Da bleiben die ja hinten hier an der letzten Kurve an der Brücke immer gerne hängen. Die KI in dem Fall. Mal gucken, hier einfach in die Mitte reinhalten und gucken, was passiert. Nicht viel. Dann nehme ich hier mal das schöne Glas mit. Ah, geht schon wieder schief. Einfach zu wenig Geschwindigkeit drauf gehabt und dann bleibe ich genau am Kamm dort hängen. Wer biegt denn hier rechts ab? Markov. Habe ich aber auch bloß noch auf der Karte gesehen und nicht wirklich direkt vor mir, so dass ich ihn anvisieren hätte können. Mal gucken, ob Walker an besagter Brücke hängen bleibt. Na? Nicht wirklich, zumindest. Leicht geschrammt, aber nicht hängen geblieben. Ja, die Leitplanke da vorne. Nein, ich doch nicht. Das war nicht so nicht gedacht, nicht gedacht. Sprung. Der war ganz gut. Jetzt klebt der direkt hinter an mir. Ah, okay. Ich dachte, der geht vorbei, aber der hat voll getroffen. Und danach rausgecrashed. Und da ist er fast hin. Walker zum zweiten im zweiten Rennen. Wow, 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 hier ist keine Leitplanke. Aufgepasst, Mann. Zäh. So, jetzt heißt es aber nach vorne kommen. Schon wieder die letzte Runde. Platz 5 wäre mir zu wenig, trotz der guten Ausgangslage, da die drei Hauptkonkurrenten im letzten Rennen alle ausgeschieden sind. Oh. Da habe ich schon wieder drauf spekuliert, Ray Carter abzugreifen und bin selbst gerade rausgefahren. Hier sind sie ja, die beiden. Na, wo wollen wir lang? Ich sehe nix. Ich würde den Walker ja gerne hinrichten und da war es schon passiert. Man muss nur fest dran glauben, dann wird das auch. Gilt nicht nur im Spiel bei Flatter 2. So, Jack Benton hat auch Abstand. Martinez auf Platz 4. Zumindest aktuell. Das sieht ganz gut aus für diesen Cup. Und nochmal gedreht. Damit wir alles im Blick haben. Ja, Martin ist Vierter. Benton Fünfter. Wer ist denn jetzt Zweiter in der Gesamtwertung? Würde mich jetzt mal interessieren. Steady Taylor.
Okay. Dann drittes Rennen. Komisch, da war wieder keine Bestzeit angezeigt. Hier sind wir definitiv schon ein, zweimal gefahren. Mindestens. Werden wir hier nicht so alles treffen. Oh, hier vorne kommt ja meine geliebte Rechtskurve, wo der Schlepper mit den ganzen Baumstämmen wartet. Na, am liebsten würde ich da Martinez reinhauen. Einfach mal Gas geben. Jason Walker ist immer dran jetzt in diesem Cup. Aber viel abgezogen hat es nicht. Was steht hier? Markov. Nehmen wir mal einen mit. Wow, 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 wo kommt man hier raus? Am Ende gar nicht. Da steht der Baum im Weg. Okay, da bin ich einfach rechts an den vorbei. Das ist mein Turm. Und mein Baum. Markov mal wieder auf Abwägen. Warum auch nicht? Also dieser Pickup hier, der macht sich als Erstwagen in der Street-Klasse recht gut, in der Straßenklasse. Oh Mann, nicht die Mauer hier hoch. Das bringt nichts. Walker, hallo. Oh, wie ging ich denn hier da? Also die Waldstrecken sind immer besonders interessant auf diesem Untergrund. Kann auch schnell mal nach hinten durchgereicht werden. Oder sich einfach irgendwo verheddern. Letzte Runde. Na, Jason Walker scheint dieses Rennen zu überleben, erstmalig in diesem Cup. Wenn nicht noch irgendwas passieren sollte, an einer ominösen Rechtskurve. Na, was hat er vor? Au, oh, ich habe was vor, nämlich aus dem Auto auszusteigen. Oh, Martinez, die bekommt noch einen mit. Die war weit außerhalb der Strecke, hat sich zurückgesetzt und war dann direkt hinter mir. Ah, die musste noch beschleunigen. Ja, da scheint wohl von den großen drei Gegner bloß Martinez mir halbwegs folgen zu können. Sally Taylor und Katie Jackson scheinen weit hinten zu liegen. Mal schauen. Ziemlich gute Rundenzeit. Man kann sich gar nicht mehr die Einblendung hier durchlesen, Tipps zum Spiel oder generell die Charakterbeschreibung. Die heutigen Rechner pfeifen den Ladebildschirm einfach so durch. Bulldozer habe ich nicht, okay. Und ich bin schon wieder uneinholbar. Erster, Sally Taylor, Markov, Jackson und Ray Carter kämpfen da hauptsächlich um Platz 2. Die drei eigentlich Hauptkonkurrenten sind ganz hinten. Das kann ja was werden. Ganz entspanntes Rennen. Allerdings in der nächsten Folge und ich sag soweit, ciao, bis dahin und keep racing.